Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LEGO Racers 1 mit eurem Fungi. Ja, wir hatten letzte Runde den Basil und den Johnny Thunder, hatten wir fertig gemacht. Aber auch nur, weil wir ein Stück von Omas Kuchen gegessen haben. Den haben wir heute nicht. Tragisch, aber wahr. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Und wir sind schon wirklich hier in Runde 5. Da kommt nicht mehr viel, Freunde. So, momentaner Champion ist der Baron von Baron. Okay, Baron von Baron. Nee, ist Englisch, ne, hab ich bestimmt irgendwas falsch ausgesprochen. Aha, du bist es also. Ich, der Baron von Baron, werde gegen dich fahren. Und ich werde gewinnen. Ich nenne ihn einfach Baron von Baron, weil es das cool anhört. Eigentlich nicht, eigentlich hört es sich scheiße an. Geh weg. So, jetzt ist wieder Vollkonzentration angesagt, Freunde. Sie schießen auf mich. Ich weiß noch, wo mir das letzte Mal passiert ist, dass ich hier gegen die... Boah. Gegen die Wand gefahren bin. Und dann vorher noch diesen komischen Fliegeturbo eingesetzt habe, weil ich dachte, ich hätte den weißen Stein schon aufgesammelt. Nein! Den roten wollte ich nicht. Ich hoffe, da liegt jetzt ein... Wir fahren immer hier die Abkürzung, weil der Wasserfall ist irgendwie gut. Der ist irgendwie cool. Genau, da liegt er doch. So, jetzt nicht wieder den Fliegeturbo einsetzen. Genau, so sieht's aus. Boah. Ja, ich mach's erst nochmal langweilig kurz. Weil... Ich will ja auch gewinnen, ne? Ich will ja hier nicht... die ganze Zeit mit dem Baron abhängt. Ich könnte ja theoretisch auch mal Raketen abfeuern. Ach komm, fahren wir nochmal. Fahren wir... Wo fliegen die denn lang? Wollten die mich jetzt treffen oder was? Ihr seht schon, diese Abkürzung, die bringt's wirklich. Also ich finde, die Abkürzung ist schon ziemlich gut, dieser Wasserfall. Besonders, weil man da auch weiße Steine und einen Turbo kriegt. Okay, den Turbo kriegt der eigentlich nach der Abkürzung, aber trotzdem. Guck mal, ihr seht es, wie er richtig nah wieder ran... Okay, richtig nah jetzt nicht, aber er ist schon näher dran gekommen, finde ich. Eigentlich braucht man auch... Bei den Gegnern braucht man eigentlich nur einen Zeittunnel pro Runde. Dann habt ihr eigentlich schon euren Vorsprung ausgebaut. Und wenn ihr da nicht komplett scheiße fahrt, dann... Ja, dann habt ihr das eigentlich schon in der Tasche. Ich muss mal kurz aufstoßen, weil ich gerade erst gegessen habe. Entschuldigung. Jawohl, Alter, wir kriegen jetzt wirklich... Nein, oh, jetzt verpasse ich wieder alle Steine. Das ist da mein... Oh nein. Das ist nicht mal der Baron, das ist irgend so ein Random. Ich habe den Baron erwischt. Ja, voll. Ja, metzelt euch alle gegenseitig. Das finde ich gut. Zack und... Los geht's! Ja. Jetzt muss ich das einsetzen, weil sonst... Nein! Entschuldigung, diese Abspackungen habe ich immer während ich LEGO Racers zocke. Da kommen so die ganz alten... Kindheitserlebnisse. Fahren wir mal nicht die Abkürzung. Ein bisschen spannender machen hier. Spannung muss ja sein in solchen Spielen. Auch wenn der Fungi wieder fährt wie so ein... Achso, das war noch gar nicht die letzte Runde. Ich habe mich verguckt. Peinlich. Och Mann, ruhig. Ich krieg die ganze Scheiße nicht. Wo ich solche Sachen eigentlich auch immer richtig lustig finde. Einfach die hier so irgendwo hinzusetzen. Alter, fuck, der ist doch ganz schön nah rangekommen. Muss ich ja schon sagen.
Boah, der ist aber auch jetzt nah rangekommen, ne? Da fliegen wir ins Ziel. Egal. Wir sind Erster, der Baron ist Zweiter, Achu Dritter, Commander Cold Vierter. Nee, doch nicht. Islander ist Dritter. Boah, meine Nase juckt, scheiße. Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn die Nase juckt, ist vorbei. Die hat mich abgedrängt. Die Sau. Die kleine, miese Sau. Jetzt bin ich auch noch Letzter. Wann hatte ich denn das letzte Mal? Ach du Scheiße. Ach du, geht doch weg, ihr. Boah. Das wird auf jeden Fall ein ganz harter Brocken, diese Runde jetzt. Weil er hat schon einen ziemlich weiten Vorsprung jetzt. Sowas darfst du dem Typen eigentlich niemals bieten. Weil meistens bauen die den auch noch aus dann. Scheiße. Ich brauchte noch einen weißen Stein, du Pisser. Boah, nein. Geh doch weg, ey. Niemals. Ich habe mich noch nie so mit diesen Random-Typen geprügelt. Ey, seht ihr das? Er hat seinen Vorsprung schon richtig sehr weit ausgebaut. Und es wird ziemlich schwer, den jetzt noch zu kriegen. Eigentlich würde es... Ich bräuchte jetzt noch einen Zeittunnel, aber... Das wird, glaube ich, nichts. Ich finde nämlich auch keine Items mehr. Keine grünen Steine. Oh, ey. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nur Zweiter geworden, weil ich am Anfang so heftig gefailt habe. Weil der... Nein, ich werde jetzt nicht beleidigend. Der hat mich einfach von der Straße abgedrängt, aber egal, wenn wir jetzt wieder Zweiter werden... Ne, dann steht's unentschieden, was ist denn dann? Na, dann wollen wir mal lieber Erster werden, ne? Dann gibt's überhaupt keinen... Geh doch! Boah, Mann, die arbeiten ja richtig zusammen hier, oder was? Was ist denn das für eine... Piece, ey. Alter, der betreibt es. So, nein, meiner. Boah. Oh, ey, Alter. Gefährlich. Auf jeden Fall jetzt hier nur durchkommen. Den dritten weißen Stein. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf einen grünen Stein hoffen. Irgendwo. Ich hatte Angst, gerade über diese Abkürzung zu fahren. Mit der Angst, dass da vielleicht keiner ist. Aber hier ist einer. Den schnappen wir uns. Und zwischen dann hier auch gleich mal davon. Ja, das mit dem Driften klappt jetzt eigentlich, seit neuestem. Ich bin jetzt irgendwie drin, keine Ahnung. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jetzt nur nicht mehr verkacken. Los, komm. Nur noch ein Stück. Ja, ja, das sieht gut aus. Yeah. Das war schon anstrengender, ich fange auch langsam an zu schwitzen. Puh. Ich hoffe, das klappt weiter so gut. Mit 110 Punkten nur gewonnen. Ich glaube, es war die erste Runde, wo wir nicht immer Erster geworden sind. Hört sich jetzt vielleicht nicht so tragisch an, aber wenn man dann schon zweimal Zweiter wird, wird es schon ziemlich knapp. Aber naja. Und was haben wir gewonnen? Ach, Überraschung, Überraschung. Jawohl. Ah, guck doch nicht so traurig, Baron.
Herzlichen Glückwunsch, du hast den Autobausatz von Baron von Baron gewonnen. Genau. Und ich habe jetzt den Zugriff auf die nächste Runde. Die werden wir auch gleich mal rausknüppeln jetzt hier. Und zwar ist das Gypsy Moth. Oh, diese Figuren da im Hintergrund, ne, mit dem Helm und so. Die erinnern mich immer so an meine normalen Lego-Figuren, so im Real Life, so. Als ich noch hatte. So, und danach kommt der Rocket Racer. Und das ist auch schon die letzte Runde. Und ja, da werde ich erstmal einen schönen Cliffhanger machen. Wenn ich die jetzt nämlich schaffe, die Runde, dann werde ich erstmal die Aufnahme... Oh. Hier richtig vorfilmen. Zack. So, so, du glaubst also, dass du gegen einen alten Hasen wie mich gewinnen kannst? Ja. Das möchte ich sehen. Hörst du zu grinsen, ne? Ich mach dich fertig, ey. Ich schwör, Junge. Ich mach dich richtig fertig. Alter, die hat so ein richtig fettes Auto. Pam! Alter! Alter, warum denn ich? Warum? Warum wurde die nicht erwischt? Ey, ey, mach doch nicht irgendeine Scheiße. Fahr doch, fahr schneller. Scheiße. Weißen Stein, weißen Stein. Die hat irgendwas Volles. Die hat... Nein! Ich musste irgendwas einsammeln. Bitte nicht den... Was? Warum ich? Warum wurde ich denn erwischt jetzt? Ey, warum? Haha, das war natürlich alles nur Täuschung. Ich wollte von dem toten Kopf erwischt werden. Alter. Das waren diese Raketen übrigens. Ich wurde zum ersten Mal von diesen Raketen jetzt getroffen. Ey, sag mal. Wieso erwischt mich das Ding eigentlich immer? Ich verstehe das gar nicht. Das erwischt mich ja jedes Mal, oder? Kann ich dagegen überhaupt irgendwas machen? Außer einen Schutz jetzt? Ey, jetzt verliere ich schon wieder. Ich muss das einsetzen. Ja! Ja! Oh, fuck! Ja! Scheiße, Alter! Boah. Ich schwitze. Puh. Ey, nee, das war jetzt viel zu spannend für mich. Fuck. Ey, Alter, ich hoffe, das geht nicht so weiter. Besonders noch auf der Runde. Ich glaube, jetzt verkacke ich. Ey, die hat aber auch einen schnellen Wagen, oder täuscht das jetzt? Der ist ja unglaublich schnell. Jawohl! Nein! Warum sammle ich eigentlich immer, wenn ich Turbo auf irgendeine andere Scheiße ein, ey? Ey, jetzt wird's aber schon hektisch, oder? Boah, ich hab schon gedacht, ich fahr rein. Ich hatte schon lang Angst gekriegt, kurz. Und bam, Zeittunnel. Wow. Ah, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ja, Zeittunnel, würde ich sagen. Alter, das ging jetzt sau schnell. Wow, habt ihr das gesehen? Scheiße. Ist auch mal eine geile Frage, habt ihr das gesehen, ne? Wenn ihr sowieso gerade zuguckt, habt ihr es natürlich gesehen. So. Da oben ist der scheiß Dreckstotenkopf da. Der tauscht nämlich immer die Kackposition. Habt ihr bestimmt selber schon gemerkt.
Und nochmal Zeittunnel, ey, das hauen wir aber rein, ey. Oh nein, sowas ist immer richtig ärgerlich. Aua. Nein, oh Gott, wie fail ich denn jetzt hier? Scheiße. Fuck, streng dich an. Fahr schneller. Sind wir unglaublich... Kommt mir das so vor, da sind wir unglaublich langsam. Boah, ich hatte gerade schon wieder Schiss. Aber egal, bam, jetzt hier mit unserem Superschild. Ab ins Ziel. Bam! Friss das, Insektoid Queen. Boah. Zweimal Erster, das ist schon mal ein gutes Polster. Polster kann man das schon fast gar nicht nennen. Aber eine Runde darf ich es mir erlauben, Zweiter zu werden. Aber ich will es lieber nicht ausprobieren. So, schnappen wir uns auch gleich schon den weißen Stein. Das auch. So, den Turbo hatten wir jetzt auch schon. Es macht gar nichts, wenn die uns überholt. Jetzt ist es aber doof, dass sie ein Turbo eingesammelt hat. Und zack, da holen wir uns auch schon den Zeittunnel. Und legen ihr nochmal so ein bisschen Kacke in den Weg. Aber die fährt natürlich nicht rein. Warum auch? Ich hasse es, wenn es so spannend ist. Nicht in diese komischen Steine reinfahren. Ich will nur noch einmal... Da ist er, der Zeittunnel. Oh, wo fliegen wir denn hin? Egal. Guck mal, der macht ein Wheelie, Alter. Warum? Das ist so schlecht. Das ist so scheiße, wenn er das macht. Ich hasse das. Ich habe mein Auto bestimmt falsch gebaut. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Das sieht doch so super aus. Das sieht doch einfach göttlich aus, das Auto. Alter, ist sie mir nah auf den Fersen. Natürlich sammle ich wieder irgendeine Scheiße ein. Und natürlich fahre ich hier gegen die Wand und in den Sand rein. Jetzt mach keinen Scheiß, Wheelie! Ich wollte das nicht einsammeln. Ja, jetzt habe ich total verschissen. Ja, 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 los! Oh! Ich krieg kaum noch Luft, Alter. Ich mag die nicht. Ich sehe schon vor mir, wie ich beim Rocket Racer einfach mal so 5 Stunden sitze und den probiere und ich schaffe. Oh. Nee, ey. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht komplett scheiße fahren, dann haben wir es auch eigentlich so gut wie geschafft. Geh weg, geh. Wie diese komischen Random-Typen einfach auch eigentlich gar nicht so schlecht fahren. Ich meine, die werden zwar trotzdem immer letzter und so, aber... Ja, irgendeiner muss ja sowieso letzter werden, das ist logisch bei einem Rennen. Aber... Wie sie einen auch einfach manchmal überholen und so. Aber das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Insekto Queen ist sogar nur Dritter, glaube ich, gerade. Das hat jetzt aber keiner gesehen. Los! Das ist immer geil hier. So zwei weiße Steine hintereinander und sie gehören alle mir, weil die so weit hinten hängen. Es gibt bestimmt auch Fahrer, Lego Racer Spieler, die schaffen das ganz ohne Turbo oder so ein Scheiß. Ey, jetzt hat er mich aber voll erwischt. Sag mal, mit dem Driften, da muss ich aber irgendwie noch üben.
klappt zwar schon besser als am Anfang, aber gut driften kann ich immer noch nicht. So. Aber ich glaube, das Rennen hier ist für die anderen schon gelaufen. Ich habe einen zu weiten Vorsprung, als dass ich das noch irgendwie verkacken könnte. Das glaube nicht mal ich, dass ich das noch schaffe. So. Zack! Und ins Ziel gedriftet. Bam! Und es war doch die letzte Runde jetzt, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Zeig mir die Statistik. Jawohl, 120 Punkte. Aber ich muss sagen, es war nicht leicht. Respekt auf jeden Fall an den NPC-Gegner hier. Die hat mir das Fahren hier schon ordentlich zur Hölle gemacht. Ich schwitze am ganzen Körper. Boah. Da habe ich ihren Dreckswagen. Bam. Yeah. So, haben wir das auch gewonnen. Und ihr seht es jetzt schon im Hintergrund. Wen haben wir freigeschaltet? Richtig, unseren Endgegner. Runde 7. Und danach haben wir dieses Let's Play auch eigentlich schon beendet. Das ist nur so ein kleines Mini-Let's Play. Aber das wollte ich gar nicht. Deswegen sage ich jetzt mal hier Adieu und Ciao. Bis zum nächsten Mal.